einfach da direkt fragen. Dieser Petrus-Moment, ja. Sag mal konkret, was hast du da in deinem Leben konkret einen Petrus-Moment gehabt, wo du aus dem Boot raus musstest, aufs Wasser? Gab es da was, wo dich so inspiriert hat? Eigentlich eine sehr gute Frage. Gerade dieser Wettbewerb jetzt hier, dieser Vocation Award, war für mich eine große Überwindung, da mitzumachen. Wir sind zwar alle als Musiker tätig, eigentlich das ganze Jahr über, aber sich dann trotzdem da einer kompetenten Jury zu stellen, ist immer ein großer Schritt, wo ganz viel Angst auch dabei ist, ganz viel überlegen, soll ich das wirklich machen, könnt ihr mich vielleicht blamieren, wie wird das funktionieren? Und ja, das ist jetzt eines der Beispiele, aber ich habe das ganz oft schon im Leben gehabt. Einfach, man sucht seinen Weg und man ist dann trotzdem immer wieder, dann hat man so Momente, wo man verunsichert ist. Und da hilft es dann echt, wenn man einfach einen Glauben hat. Wirklich cool geschrieben, gefällt mir super gut, auch gut abgeliefert jetzt, wirklich traumhaft. Textlich, ich finde es auch wunderschön, wenn man halt Dinge nicht per se einfach nur ganz banal anspricht, sondern sie halt umschreibt. Das habt ihr auch extrem gut gemacht, weil das Feeling kommt drüber. Und das wirkt aber viel intimer so, als wenn ihr einfach Dinge normal aussprecht und halt das nur umschreibt. Und von dem her, ich kann nicht viel dazu sagen, außer wirklich gut abgeliefert, das hat mir sehr gut gefallen. Danke. Geh ich mit dir, was kann schon passieren? Mit dir weiß ich woher, mit dir weiß ich wohin. Was, dass ich mich doch trauen soll? Ich finde den Song auch sehr, sehr schön, also einfach super geschrieben. Der Text spricht mir sehr persönlich sehr an. Ich finde auch das Thema, dieses Gottes Stimme zu verstehen, dieses Gottes Stimme zu hören, einfach super, weil ich glaube, dass das immer für uns alle eine große Herausforderung ist, das ganze Leben, also Gottes Stimme zu hören und zu verstehen, wie spricht denn der eigentlich mit mir und mit uns. Ich barfuß übers Wasser gehen, denn mit dir kann ich barfuß übers Wasser gehen.